Die große Aufgabe für die Zukunft wird die Infrastruktur sein. Die Verkehrspolitik, die Achse zwischen Wien und Paris, die Achse zwischen Kopenhagen und Rom, das ist unsere Aufgabe, die wir meistern müssen. Die Menschen haben genug von dieser Politik, die in ganz Deutschland, also auch in diesem Wahlkreis, betrieben wird. Unzureichende Landkreis- und regionenübergreifende Koordination der Problemfälle. Ich sehe unsere Region eher als Chance, da wir links und rechts von der Donau sehr stark wirtschaftlich aufgestellt sind. Ich bin der Meinung, dass wir sehr viele gute mittelständische Unternehmen haben, die wir aber fit für die Zukunft machen müssen. Und das wird die Herausforderung der kommenden Zeit. Ein großes Problem in der Region ist der Wegfall der kleinbäuerlichen Betriebe. Wir müssen mehr den regionalen und saisonalen Anbau unterstützen. Neben ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen braucht es dringend, verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen. Ich sehe, dass die Kultur hier ziemlich leidet in letzter Zeit und ich setze mich dafür ein, dass wieder die Kultur einen hohen Stellenwert hier erreichen kann. Die mangelnde Zusammenarbeit der Kommunen in unseren Landkreisen ist meines Erachtens das größte Problem in Richtung ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber dem Land Bayern. Das größte Problem unserer Region liegt in der Zukunft. Der Strukturwandel, den die Regierung anstrebt, mit den Klimagesetzen und der illegalen Migration. Für mich ist das größte Problem hier in unserer Region, genauso wie in ganz Bayern, der Filz, der in der Politik immer noch vorherrscht. Beschaffung von Masken in der Pandemie ist nur das jüngste Beispiel dafür. Klimaschutz ist die wichtigste Frage unserer Zeit, auch in einer Region, die gerade wirtschaftlich prosperiert. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass wir wirtschaftlich erfolgreich aus der Krise kommen und die Gesellschaft zusammenhalten.